Heute kommt der Teil meines Bewässerungsprojektes, auf den ich mich am allerwenigsten gefreut habe, weil er wirklich harte körperliche Arbeit ist. Also für mich. Du sitzt einfach da, es macht plipp, plippity plopp und das ist hier alles ausgehoben. Aber ich muss das im Schweiße meines Angesichts machen. Selten war das T-Shirt wahrer als heute. Die Steuerungskiste, die Verlegerohre, die Sprenger, die Wassersteckdose und als kleinen Bonus werde ich auch noch ein paar Stromkabel, die nichts mit der Bewässerung haben, gleich mitverlegen. Am Ende fasse ich dir dann meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Überlegungen zusammen, erkläre dir, warum ich manche Sachen nicht so gemacht habe, wie Gardena es mir empfohlen hat, und manche Sachen, die ich so gemacht habe, wie sie es mir empfohlen haben, die ich jetzt bereue. Aber genug drumherum geredet, fangen wir an. Viel Spaß. Das heutige Video wird unterstützt von Letyshops. Die haben was Neues für dich, aber dazu später mehr im Video. Und außerdem nochmal der Hinweis, dass Gardena mir einige der Sachen für diese Anlage zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Das hier ist wohl ein negativer Kommentar von jemandem, der nicht mit der Werbung in diesem Video einverstanden ist. Du siehst, ich habe die grüne Hose an. Grüne Hose bedeutet Gartenbusiness. Aber jetzt erstmal den Testaufbau aus dem letzten Video auseinanderbauen. Erster Spatenstich für dieses Großprojekt, das irgendwie jetzt fast so lange dauert wie ein Berliner Flughafen. Die Verlegerohre sind recht starr, darum habe ich das hier ein bisschen großzügiger ausgehoben. Kies für die Drainage bei der Ventilbox, bei den Versenkregnern und bei der Wassersteckdose. Tja, so viel dazu, wie groß mein Loch ist. Kurzer Funktionstest. Das sind die Verlegerohre. Allein und für längere Strecken manchmal ein bisschen unhandlich. Die Astschere funktioniert übrigens perfekt, um die zuzuschneiden. So, jetzt aber erstmal die Box unter die Erde bringen. Und zwischendurch immer schön weitere Testläufe. Eine Erfahrung, die ich ein paar Mal gemacht habe, ist immer erst die Verbinder zu schrauben und dann den Teil zu stecken. Quasi Andreas' erste Regel für den Bewässerungsbau. Und was hast du heute gemacht? Ich war pumpen. Bevor wir jetzt aber den Kram eingraben, will ich dir kurz erklären, wie du dir sowohl bei den Gardena-Geräten als auch bei allen anderen Online-Einkäufen jetzt noch mehr Geld zurückholen kannst. Letyshops kennst du vielleicht schon, weil ich die hier schon ein paar Mal vorgestellt habe. Die geben dir einfach einen Teil des Geldes, das du in einem Online-Shop ausgibst, wieder zurück. Aber jetzt wird es noch verrückter, denn es gibt obendrauf noch weitere Aktionsangebote. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann gibt es gerade bei Saturn 5% statt einem oder bei Expedia 30 statt 3. Aber spannender als Reisebuchungen sind ja gerade im Moment eher andere Angebote. Hier zum Beispiel 5-facher Cashback bei Rakuten. Da gehen wir jetzt mal in den Shop und suchen nach dem Gardena-Zeug. Und jetzt können wir hier auf das und alles weitere 6,25% bekommen. Und hier gibt es auf diese Bewässerungssteuerung nochmal 4% bei Rakuten. Da wird es ja fast ein bisschen albern viel gespart. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Bewässerungssteuerung hier kaufst, dann sparst du mal eben 15 Euro, die du direkt wieder zurück in deine Tasche bekommst. Ich komme mir hier schon ein bisschen vor, als würde ich auf dem Fischmarkt Aale ver***. Wenn auch du jetzt noch viel mehr Geld sparen willst als bisher, dann melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei Letyshops an und dann kannst du bei über 2400 Shops bares Geld sparen. Du bekommst keine Punkte oder irgendwelchen sonstigen Käse, sondern einfach knallhart Geld zurück. Wie gesagt, melde dich jetzt über den Link unten an und wenn du es noch bequemer haben willst, dann installierst du die App oder die Browser-Erweiterung. So, ich habe jetzt lange genug rumgesessen, jetzt wird unten weitergegraben. Ich habe hier mal ein kleines Loch gemacht. Der erste Graben für die erste Bewässerung. Und da kommt jetzt der Schlauch rein. Und dann wird hier hinten wird das Beet befeuchten. Schlauch ist drin. Der lässt sich auch ganz gut biegen, wenn man den erstmal ein bisschen weich gebogen hat. So, und jetzt erste Schicht Sand drauf. So, ich arbeite an so einem Burggraben. Das sollte unser Anwesen schützen. Ende Tag 1. Alles wieder zugeworfen und halbwegs in Ordnung gebracht, also bis auf das Endstück, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wo der Anschluss hin soll. Der einfachste Teil ist geschafft und ich auch. Morgen geht's weiter.
So, heute geht's ans Eingemachte. Ich habe hier mal die groben Positionen der Sprenger markiert und die Leitungsenden abgesteckt und jetzt kann's losgehen. Das hätte ich mal gestern machen sollen, dann hätte ich nicht vergessen, dass hier von dem einen Rohr noch ein Strang abgeht. Also jetzt kurz wieder ausbuddeln, T-Stück dazwischen basteln und wieder zuschmeißen. Problem erkannt, Problem gebannt. Schau mal an, wer hier wohnt. Danke, dass ihr schon mal einen Graben gegraben habt. Ich muss den allerdings noch ein bisschen vertiefen, Freunde. So, wir haben jetzt hier die Schläuche drin und beim Buddeln auf knapp 40 cm, 37 bis 40 cm gezielt, damit man nicht mit einem Spatenstich die Leitung treffen kann. So, dann wieder zuwerfen, zwischendurch ein paar Mal fluten, damit sich das alles schön verdichtet. Hier haben wir jetzt auch noch zwei Wegplatten hochnehmen müssen, damit wir auch noch ein Erdkabel mit Strom in den Graben werfen können. So, jetzt am Ende ist der Teil wieder zu, die Gehwegplatten wieder eingepasst, was absolut keinen Spaß gemacht hat. Und es ist ein bisschen so wie heute Morgen. Nur das Ende des Schlauchs liegt ein bisschen woanders. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Ich glaube, das war die anstrengendste Montage meines Lebens. Und wo wir jetzt sowieso schon hier gerade buddeln und den Strom dabei haben, bekommt das Haustürpodest jetzt auch noch Strom für Weihnachtsdeko, Lichterketten und so. Das Verbinden funktioniert echt super. Einfach darauf achten, dass die Steckverbindungen offen sind und dann etwas weiter reinschieben, als sich richtig anfühlt. Also wenn du das Rohr ganz reingesteckt hast, dann drück nochmal. Das geht noch eine Stufe tiefer. Dafür tropft dann auch nichts mehr. Wie soll man das sagen, ohne dass es... So, Versenkregner anschließen, mit Kies unterfüttern und ein kurzer, grundsätzlicher Testlauf, ob alle Verbindungen dicht sind, solange der Boden noch offen ist. Mal sehen, wie nass wir werden. Ich meine, das sieht natürlich im Video weniger spektakulär aus, wenn der einfach gegen den Spaten spritzt. Ach so, die kommen ja hoch. Es kommt auf jeden Fall genug Druck an. Dann eine weitere Abzweigung für ein Beet vorbereiten. Das müsste ja jetzt dieser sein, ne? Bin ja sehr begeistert von dem Verlegerohrsystem. Das funktioniert alles wirklich einfach und wenn man darauf achtet, dass alles ganz bis zum Anschlag drinsteckt, ist das hinterher auch dicht. Nee, aber das hier ist nicht dicht. Weißt du noch, wie ich eben die Verbindung gelobt habe? Also alle bis auf dieses T-Stück, das war einfach nicht dicht zu bekommen. Die eine Seite lässt sich auch irgendwie aufschrauben und der schneidet ja hier so ein bisschen in den Schlauch rein, wenn man den zumacht. Und das hat einfach nicht funktioniert. Es war nicht dicht zu bekommen. Aber der Vorteil von dem Gardena-Kram ist ja, dass du ihn in jedem Baumarkt bekommst. Der Nachteil von einem Baumarkt ist, dass er am Sonntag nicht aufhat. Die anderen Leitungen sind aber dicht. Also das, was du hier im Hintergrund vielleicht blubbern hörst, ist der Pool der Nachbarn. Also alles wieder einschlemmen, inklusive der Sprenger. So, heute macht es nicht so richtig Spaß, weil das Wetter einigermaßen mies ist. Aber wir müssen ja irgendwann fertig werden mit der Geschichte. Der erste Punkt wäre, diesen Graben hier hoffentlich heute weitgehend zuzubekommen. Dann muss ich das Drip-System anschließen und da bin ich ein bisschen skeptisch. Und bis ich ein drittes habe, habe ich in dieses Hightech-Element investiert. Das ist einfach ein Abschluss. Damit kann ich die entsprechende Abzweigung dicht machen, damit ich sehe, ob da was raustropft, wenn da ein bisschen mehr Druck drauf ist. Und das machen wir. Dann legen wir hier die Grasnarbe wieder drauf und passen die ein und buddeln den Rest hier hinten zum Beet. Es hört nie auf mit dem Buddeln.
So, wollen wir mal sehen. Das ist die Sprengung. Hier ist vielleicht ein bisschen viel Druck drauf. Mit einer 6 Meter Wassersäule geht das natürlich sonst wohl. Ich versuche mal den Druck zu regulieren. Hier ist so ein kleines Steuerrad. Ich mache das mal ganz aus. Also den Druck auf Minimum, damit wir mal sehen, was uns dann erwartet. Das gleiche bei denen. So. Okay. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das mit dem Einstellen geht eigentlich ganz einfach. Wenn man bereit ist, ein bisschen nass zu werden und die einfach aufmacht und dann einfach live nachjustiert. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich eine ganz gute Basis hier erstmal habe. Vielleicht noch ein bisschen weniger Druck, ein bisschen weniger nach rechts. Das kriege ich noch hin. Und bei den großen Micro-Drip-Schläuchen war ich mir nicht so richtig sicher, wie man die mit den Verlegerohren verbindet, weil die ja mit diesem Standard-Gardena-Anschluss-Nupsi-Schnellverbindungssystem-Ding kommen. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Das kannst du rausschrauben und dann hat es genau das Gewinde, was auch diese Eckanschlussteile haben. Und dann kannst du die da drauf fropfen. Und dann auch hier ein kleiner Testlauf, der ist aber wahrscheinlich noch nicht besonders aussagekräftig. Ich habe ja noch nicht auf allen Enden einen Verbraucher. Also setzen wir jetzt einfach auf dieses Ende den Pfropfen und das andere habe ich hochgelegt. Aber das reicht wohl nicht. Ja, das ergibt auch Sinn. Was kommt jetzt alles hier raus? Geringster Widerstand und so, ne? Schließen wir doch den anderen auch einfach an. Und dann finden wir mal raus, ob die 4 Liter die Stunde pro Loch sind oder für den ganzen Schlauch. Aber bei 50 Meter kann das ja eigentlich nicht sein, oder? Okay, so wird das daraus geplätschert. Und das 4 Liter pro Loch. Ja, und wenn ich mir das hier angucke, das 50 Meter Kabel, für dieses kleine Beet, das wird noch ein bisschen größer, aber da kann ich das hier auch noch locker mit in die Hecke legen. So, jetzt zum Endspurt für das heutige Video. Die Versenkregner und die Wassersteckdosen sind montiert. Die Tropfschläuche sind in den Beeten zumindest grob verlegt. Die muss ich noch mal ein bisschen anpassen, wenn wir die Beete auf die endgültige Größe gebracht haben. Und vorne fehlt noch komplett ein Micro-Drip-Schlauch. Aber da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Ein paar Punkte und Erfahrungen, die ich jetzt bei dem ganzen Ding gemacht habe. Erstens, dafür, dass es Hochsommer ist, regnet es die ganze Zeit. Gerade hier in Norddeutschland. Und jetzt werden einige vielleicht fragen, braucht man eigentlich eine automatische Bewässerungslösung in diesen Breitengraden? Die Antwort ist natürlich ein klares natürlich, denn es regnet ja nur deswegen so viel, weil ich jetzt diese Anlage im Boden habe. Zweitens, nach dem Aufbuddeln und beziehungsweise beim Wiederzuwerfen darauf zu achten, die Grasnarbe genau in der richtigen Höhe zu setzen und da auch ein paar Mal nachzufummeln, lohnt sich, denn sonst wird es wie an einigen Stellen hier eher so eine neuseeländische Landschaft wie in Hobbiton. An ein paar Stellen muss ich da auf jeden Fall nochmal ran. Dann lasst das Ganze auf jeden Fall entweder von motivierten Fachleuten planen oder macht die Planung selber und beschäftigt euch mit den Möglichkeiten des Systems. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Planung von Gardena dann doch eher so ein bisschen halbherzig war und an einigen Ecken und Enden würde ich die Sachen ein bisschen anders machen und an einigen Stellen habe ich die sogar schon anders gemacht. Es gab auch ein paar Dinge, über die wir nie gesprochen haben. Zum Beispiel die verschiedenen Micro-Drip-Systeme. Brauche ich das 13 mm System oder das 4,6, 4,3 mm System? Was ist irgendwie sinnvoller für die Beetgröße und für die Flexibilität und für die Pflanzen, die da drin sind? Keine Ahnung, ob das kleine System auch mit dem Druck der Pumpe klarkommt. Vielleicht haben sie das deswegen nie angesprochen. Ich werde das auf jeden Fall mal anbauen, weil ich gerne selber gegen den Elektrodraht pinkel. Dann, warum ist meine Wassersteckdose hinter einem Ventil, wenn sie doch einen Aquastop hat? Also entweder hätten sie mir eine Wassersteckdose ohne Aquastop schicken sollen oder mir sagen sollen, es gibt eine mit Aquastop, ist völlig bescheuert, dass die hinter einem Ventil hängt, legt doch da lieber einfach die ganze Zeit Druck drauf. Vielleicht darf da auch nicht die ganze Zeit Druck drauf sein. Ich werde das auf jeden Fall mal ändern und bekomme dann theoretisch ja wieder ein Ventil frei und habe dann dauerhaft Wasser an der Wassersteckdose. Mal sehen, ob ich damit auf die Schnauze falle. Wenn du das rausfinden möchtest, ich werde wahrscheinlich
spätestens nächstes Jahr irgendwie ein Langzeittest-Ding zu der ganzen Geschichte hier machen. Also Kanal abonnieren, wenn du das nicht verpassen willst. Da werden wir auch sehen, wie gut mein Plan aufgeht, das Ganze nicht mit den Entwässerungsventilen von Gardena zu machen. Da habe ich nämlich einige Schauergeschichten im Internet gelesen und dass das mehr zu Problemen führt, als dass es irgendwas bringt, und habe dann eine andere Lösung gefunden, nämlich das Ganze im Winter, beziehungsweise besser vor dem Winter, einmal mit Druckluft durchzupusten, sodass das Wasser raus ist aus den Schläuchen, aus den Ventilen und aus den Versenkregnern. Dafür habe ich meinen alten Kompressor aus frühen Airbrush-Tagen hier, den meine Eltern aus irgendwelchen Gründen dankenswerterweise für, weiß ich nicht, 15 Jahre aufbewahrt haben. Und bis zum Winter muss ich jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, von seinem komischen Druckluftding hier auf das ganze System hier eine saubere Verbindung hinzubekommen. Dann die nächste Erkenntnis ist, ich habe wirklich einen kleinen Garten, und bei allem, was größer ist und viel mehr Schläuche erfordern würde als das, was ich hier eingegraben habe, würde ich mir wahrscheinlich eine Fräse leihen oder einen kleinen Bagger und das Ganze irgendwie automatischer machen. Und ich hätte das Ganze vielleicht auch aus psychologischen Gründen mehr an einem Tag oder an zwei Tagen konzentrieren sollen, als das über mehrere Tage immer so ein paar Stunden zu machen. Aber gut, dass die jetzt hier gerade ein Haus abreißen müssen. Aber das ist ja auch eine Frage der Zeit. Ich sehe jetzt nach dem Einstellen der Vierecksregner auch durchaus die Vorteile und den Grund, warum eigentlich alle für größere oder komplexere Anlagen eher diese Rundwerfer benutzen und die am Rand platzieren und im Zweifelsfall nochmal mitten in der Rasenfläche. Aber damit lässt es sich sicherlich sehr viel besser konturieren und auf die Gegebenheiten anpassen, als es mit den Vierecksregnern möglich ist. Ich habe jetzt einen der Vierecksregner hier genau auf die Schornsteinhöhe gesetzt und damit funktioniert es ganz gut, dass er hier in die Nische wirft, ohne zu sehr an die Wand zu werfen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Glückssache. Außerdem war es ein bisschen fummelig, den dahin zu bekommen, dass er zwar bis da hinten zum Zaun wirft, aber nicht hier gleichzeitig oben an das Dach kommt. Und da musste ich den Druck ein bisschen regulieren und den wirklich bis zum Maximum aufdrehen. Und ich hatte sehr viel Glück, dass das gerade so passt. Ansonsten hätte ich das alles nochmal hier aufbuddeln müssen und den ein bisschen dichter an den Zaun ransetzen. Dazu hätte ich absolut keine Lust gehabt. In Summe bin ich aber einigermaßen zufrieden mit dem, was ich jetzt hier unter der Erde habe und teilweise in den Beeten auch über der Erde. Wie gesagt, die Wassersteckdose werde ich nochmal von dem Ventil abmachen. Und dann habe ich das Ventil für eine Kräuterschnecke frei, die wir noch vors Haus bauen wollen. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, auch mal das 4,6 mm System als Vergleich auszuprobieren, und das könnte sehr gut das nächste Projekt hier in der Bewässerungssaga werden. Ansonsten bin ich gespannt, wie sich das Ganze wirklich dann in der Praxis schlägt. In den Beeten muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen warten, bis ich die Schläuche wirklich endgültig zuschneiden kann, aber dann sollte ich genug Verschnitt für das Beet vorne haben, da kaufe ich mir einfach noch einen zusätzlichen Anschluss und dann passt das schon. Und ich muss sagen, dass auch das 13 mm System sich mit den Heringen relativ gut verlegen lässt, auch zwischen den Pflanzen. Aber wie auch immer, das war's mit der Einbuddelfolge. Ich hoffe, dass darauf jetzt nicht eine Ausbuddelfolge folgen wird. Und wie gesagt, dann habe ich noch vor, vorne die Kräuterschnecke mit dem anderen Microdrip-Ding zu machen. Dann will ich noch einmal eine genaue Aufstellung über die Kosten von der ganzen Geschichte machen, wenn es wirklich einigermaßen fertig ist. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal können wir uns erstmal die App anschauen und die Möglichkeiten, die das hier so im System bietet. Und dann müssen wir irgendwann auch nochmal den Rasen angehen. Der ist einigermaßen geschunden, nicht nur wegen diesem ganzen Buddeln und Sand hinlegen und den Hügellandschaften, die entstanden sind, sondern auch aus anderen Gründen. Aber das alles würde das heutige Video erst recht im Ausmaß sprengen. Und darum abonniere gerne den Kanal, wenn du zukünftige Folgen nicht verpassen willst. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Wenn du zukünftige Videos nicht verpassen willst, habe ich schon gesagt, dann gerne den Kanal abonnieren. Und bis es dann weitergeht, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.